Güsseding unter Druck. Seit der WM läuft's nicht mehr bei Oranje. Die EM-Qualifikation bisher ein Schlingerkurs. Zuletzt nur 1:1 gegen die Türkei. Da kommt der Gegner Spanien gerade recht. Rückblick. WM-Vorrundenspiel in Salvador. 5:1 für Holland. Eine Demütigung für die stolzen Spanier, deren Stern mit dieser Partie zu sinken begann. Glücklicherweise hat Van Persie das Tor zum Ausgleich gemacht und nach der Halbzeit schien es, als wüchsen Arjen Robben Flügel. Ich denke, Spanien will Revanche für diesen Abend. Spanien soll heus wel even morgen willen kommen, um das even weg zu putzen, ja. Ich will keine Revanche. Wir spielen natürlich, um zu gewinnen, um die Besten zu sein. Aber es macht keinen Sinn, zurückzublicken. Ich habe großen Respekt vor den Niederlanden. Sie sind ein sehr gutes Team und wir versuchen, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Johan Cruyff sieht das anders. Europas Fußballer des Jahrhunderts wetterte gegen die Leistungen der Elftal. Sagte, ihm täten von diesem seelenlosen Fußball die Augen weh. Im Gegensatz zu den Niederlanden ist Spanien klar auf EM-Kurs. Auf konstant hohem Level spielt die Furia Roja allerdings nicht. Testspiel-Niederlagen gegen Frankreich und Deutschland kamen dazu. Die Rücktritte von Xavi und Xabi Alonso haben Spuren hinterlassen. Jüngere müssen nachrücken. Gegen die Niederlande wird die Mannschaft ein anderes Gesicht bekommen im Vergleich zu den vorherigen Partien. Nahezu jeder wird auflaufen. Es gibt viele gute Spieler, inklusive der Jungen, und wir werden sie einsetzen. Gemeint sind Spieler wie Koke oder Isco. Del Bosque will ohne seine Allstars eine Mannschaft formen, die beim nächsten Turnier nicht wieder so untergeht wie in Brasilien. Doch zuerst muss sich Spanien gegen den Angstgegner beweisen.